Hallo Minecraft-Freunde. Wo? Ich fange eine Aufnahme an, dann springt mir ein Hund hier ins Gesicht. Wo kommt der denn? Wie kommt der hier hoch? Was bist du denn für einer? Habe ich Knochen dabei? Nee. Wenn du hier wartest, zähle ich dich. Wenn nicht, dann nicht. So, es wird dunkel. Heißt für mich, ich werde ins Bettle hüpfe. Hüpfe. Ins Bettle hüpfe, hupper. Oder so ähnlich. Das ist bekanntlich unten, da rennen wir eben schon hin. Hunde-Invasion in meinem Haus. Okay. Gute Nacht erstmal. Und, was ist denn hier los, ey? Ich glaube, ich gehe mal schnell runter im Keller und hole mir mal Knochen und dann werde ich mal hier so die Hunde. Wo kommen die denn her? Werde ich die mal ja, zu mir holen. So, Monster da oben. Haben wir ein paar Knüske. Ne? Knüske. So, dann gehen wir wieder raus. Wo seid ihr denn? Kommt her jetzt. Kommt, wo seid ihr? Einer war doch gerade hier unten. Interessant. Ist das schon meiner? Ach, da sind da Stinky und Smelly. Ah. Jetzt ist die Frage, warum rennen die hier rum? Sei es drum. So, wir werden, ich hoffe, ich habe jetzt den Timber-Mod wieder richtig drauf gemacht, werden wir schnell zur Baumfarm gehen und dort Holz fällen, damit wir wieder genug haben. Ja. Und damit ihr auch wisst, wann ich die Aufnahme aufnehme, gerade eben ist es 0 Uhr und 4 geworden. Und zwar, das ist der Abend noch nach dem Deutschland aus von der EM. Ja, so ist es leider. Gucken wir mal, ob der Mod drauf ist. Jawohl, hervorragend. So lässt sich doch arbeiten. Ach, schön. So freut mich das. Irgendwie schon. Plup, plup. Und dann machen wir hier auf. Und dann machen wir dasselbe mit. Plup. Ui, sehr gut. Und da unten noch. Zack. Jawohl. Ah, schön. Und es war auch ziemlich voll, würde ich gerade sagen. Jetzt ich noch behaupten, wir rennen mal eben schnell zurück. Nochmal in mein neues Haus. Jetzt, wo wir genug Holz gesammelt haben. Ich guck mal gleich nach, wie viele Stacks das waren. 2,5, okay. Jetzt werde ich nochmal die Pflanzen suchen und gleich direkt neue anpflanzen. Beziehungsweise natürlich erstmal warten, bis die da ein bisschen gespawnt sind. Was ist das denn? Setzlinge? Ja, wie sehen die normalen Setzlinge aus? Ich glaube, das sind die hier, ne? Ich nehme die mal mit. Das müssten die aber allerdings sein. So, die Knochen kann ich ja jetzt dadurch, dass es ja keine fremden Hunde waren, sondern meinen eigenen einfach wieder hier lassen. So, da ist noch ein bisschen Melone. Und wir brauchen jede Menge Bretter, deswegen haben wir so viel Holz geholt. Wir werden das mal komplett in Bretter umwandeln. Müsste eigentlich theoretisch reichen. Das Rohholz packen wir mal hier in Rohholz. Holz da oben. Ja, sehr schön. Da haben wir jetzt wenigstens noch genug. Das ist gut. So, wie sieht's denn aus? Das dauert natürlich ein bisschen, bis es despawnt. In der Zwischenzeit kann ich ja ringsherum auch noch ein paar Bäume fällen, um einfach noch mehr Holz zu kriegen. Holz kann man nämlich immer gebrauchen. Und da ich jetzt wieder den Timmermund drauf habe, geht es umso schneller. Ja. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr, also ich weiß, es kommt mir ein paar Tage zu spät, ja, ich weiß, wie ihr das Spiel Deutschland gegen Italien fandet. Also ich würde sagen, Deutschland hätten mehr Tore verdient, gerade in der Anfangsphase. Sowohl der ersten als auch der zweiten Halbzeit haben sie einfach überlegen gespielt. Aber die Italiener waren natürlich auch nicht schlecht. Ich würde sagen, das war bisher das beste Spiel der Italiener in dieser EM. Ne, so muss man ja auch mal sehen. Also die haben bis jetzt immer nur so lala gespielt, sind damit immer schön durchgekommen und das war eigentlich das beste Spiel. Jetzt gönne ich ihnen auch den Weltmeistertitel, also... Ich könnte es auch den Spaniern so nicht, aber irgendwie die Spanier, die waren ja schon, den EM-Titel natürlich, ne? Also die Spanier waren ja schon Europameister und sind auch Weltmeister gerade, die brauchen jetzt nicht nochmal Europameister werden. Das kann ruhig mal Italien bekommen, finde ich. Ja. Muss aber nicht, es kann auch Spanien, also gut. Es ist mir eigentlich ist es relativ egal, welche von beiden, welche Mannschaft von beiden, oh ja. Ich kann aber nicht reden, ne? Merkt ihr schon.
ja, welche Mannschaft von beiden den Titel denn jetzt endgültig holen wird. Denn wir kriegen ihn nicht mehr. So viel steht schon mal fest. So, den Baum nehmen wir auch noch mit. Holz kann man immer gebrauchen. Ja, und ich höre gerade, dass eine Katze unbedingt wieder in diesen Raum rein will. Wenn ich jetzt vielleicht aufstehe und da die reinlasse, dann sieht das bestimmt wieder anders aus. Ich werde mal ganz, ganz kurz die Aufnahme unterbrechen müssen, um denn die Katze hier reinzulassen. Es ist zwar ungewöhnlich, dass ich was mache, aber vielleicht merke ich das ja was gar nicht. Ich stelle mich einfach hier so hin und dann tue ich so, als würde ich einfach weiterreden. Nein, einen Moment. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder und ich glaube, für euch sind natürlich nur wieder 3 Millisekunden vergangen. Aber, ja, für mich auch nicht viel mehr. Ich bin nur eben zur Tür gerannt, habe die Katze reingelassen und bin jetzt wieder da. Sitzt vielleicht ein bisschen weiter vom Mikrofon weg, deswegen klinge ich ein bisschen anders. Aber das macht euch ja nichts. Hoffe ich. So, das Wasser ist alles, alles abgespült. Ich habe ja schon genug Setzlinge dabei, das heißt, ich kann eben da rüber rennen und einfach neue setzen. Muss nicht warten, bis da unten, na, wir setzen einfach jeden zweiten. Nein. Es könnten natürlich immer noch mehr Setzlinge runterfallen, aber das macht mir jetzt in dem Moment gar nichts. Okay. Man sollte nicht ins Wasser fallen, das ist nicht gut. Da muss man nämlich hier wieder zurückschwimmen. Weil, all die, weil man sonst nicht rauskommt. So, okay. Und zack, 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 zack. Andere Seite auch noch. Dann haben wir wieder 40 neue Bäume gesetzt. Tür auf. Tür zu. Setzlinge abholen. Natürlich wieder viel zu wenig rausgekriegt, ich weiß. Aber dafür kann man so schön schnell das Holz farmen, das ist ja auch was. Und Äpfel habe ich gar keine gekriegt, oder? 2. Mitkrieg. Irgendwie sind sowieso die Apfeldrops weniger geworden, habe ich so das Gefühl. Wenn ihr das Gefühl auch habt, dann schreibt mir das mal bitte, weil mich würde es interessieren, ob mich das nur einbilde. Hier auch, hier draußen habe ich Bäume gefällt und es ist nur ein Apfel runtergefallen. Also, ist das nur mir so aufgefallen oder geht das euch allen so? Ist das generell so? Hat irgendwie ein Patch was verändert? Ich habe keine Ahnung. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, damit ich nicht dumm sterben muss. Ja, zu gütig. Von euch. Gut, Bäume hätten wir jetzt nachgepflanzt, erstmal so ein paar hier. Hier noch ein paar hin und hier noch und hier noch und hier noch. Das heißt, die restlichen Pflanzen können wir erstmal wieder wegräumen gehen, genauso wie das Holz. Da müssen wir ja nicht mehr mit uns rumsteppen, als nötig ist. Ich habe ja mal gesagt, ich will jetzt versuchen, mein Inventar ordentlich zu halten und nicht immer alles so überfüllt aussehen zu lassen. So, Tür auf, Tür zu, reinrennen. Pflanzen gehören hier rein. Genauso wie die Nahrungsmittel auch. Das rohe Fleisch, das könnten wir mal irgendwann braten. Aber wir haben ja noch ausreichend Melone. So. Da genügen wir, da vertilgen wir gleich mal 2 Stücke. Wir haben noch ein bisschen Rohholz gekriegt. Das packen wir natürlich hier oben direkt rein. Was ist das hier noch? Das ist anderes Rohholz, oder? Das sieht man so schwierig. Das müsste das gleiche sein wie das. Schön, wo kommst du denn her? Ich frage mich ja, wo es zu dunkel ist hier in meinem Haus. Wisst ihr wo? Also hier Türen kann er ja schlecht benutzt haben. Naja, egal. Wir werden jetzt oben einen Turm weiterbauen. Das wollte ich nämlich eigentlich machen. Dazu kommt man natürlich nicht, wenn man hier nur dumm rumfahrt die ganze Zeit. Zack, 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 zack. So, da sind wir im Turm und dann gehen... So, Glas brauche ich wieder. Habe ich ja noch dabei, ne? Gut, und dann brauche ich dieses dunkle Holz. 14, ach, deswegen hatte ich das vorhin dabei. Ah, wieder runter. Wenn man nichts im Kopf hat, dann muss man alles in die Beine haben. In die Beine haben, in die Beine. Oh, jetzt habe ich doch hier noch genug. Zack, so. Alles klar. Das sind auf jeden Fall 2 verschiedene Sorten. Welche von beiden brauche ich? Ich denke, nee, da kommst du oben hier. Was habe ich jetzt aufgemacht? Da musst du rein. Ja, und jetzt habe ich genau das Falsche mit. Dann wäre alles gut. Und wir wissen, dass wir alles falsch gemacht haben, was geht. Okay, nach oben. Man kann auch echt kompliziert rennen, ne? Wenn man will.
Naja, ihr werdet es mir verzeihen, so hoffe ich. Jetzt muss ich überlegen, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Also, hier kommt Fenster hin, das heißt, normales Plankenholz, normales Plankenholz. Fenster, 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 Fenster. Normales Plankenholz. Und Reihe dunkles Holz. Oh, ich habe das Richtige. Jawohl, das ist schon mal sehr gut. Jetzt kommt wieder eine Reihe Plankenholz. Da kommt die Treppe her. Ist halt so, kann man nichts dran ändern. Fenster. Plankenholz. Gut, wenn ich nicht laufe, kann mir eigentlich nicht viel passieren, ne? Ich hüpfe einfach nur auf dieser Stelle, wo ich jetzt gerade bin. So, und Fenster. Irgendwann bin ich natürlich oben angekommen, dann geht das wahrscheinlich nicht mehr. Außerdem wird es schon wieder dunkel draußen, natürlich, wenn ich hier in schwindelerregenden Höhen klettere und dann gleich von einem Zombie runtergeschossen werde oder sonst was. Alles andere kann ich mir schon gar nicht mehr vorstellen. Es muss genau so passieren. Wie hoch muss ich denn noch? Aha. So, wo frage ich mich da so lange, ob ich genug Glas habe? Ich glaube, hier unten noch, da ist auch noch was, ne? Ja, der Turm muss natürlich auch noch beleuchtet werden, das ist jetzt, ist ja im Moment noch kein Stück der Fall. So, sind wir bald oben? Ja, das müsste das letzte sein, Gott sei Dank. So, so, oh ja. Stehe ich wahrscheinlich noch drauf, bevor er runter, wenn, ne, okay. Wäre es gewesen, ne? Das dahin. Gut. Treppe treffen. Alles ist gut. Runterrennen und schlafen legen. Damit hätten wir schon zwei Seiten unseres Turms fertig. Dann hier drin müssen natürlich noch Fackeln rein, das ist klar. So, schnellste wieder unten ist hier lang. Und Moment mal. Ne, das ist beide da. Es fehlt eine Platte, aber ne, ist alle da. Gute Nacht. Gut, 15, 16, 17. Vielleicht kriegen wir auch einen Turm gebaut, bevor ich die Aufnahme dann wieder unterbreche. Aber wir machen einfach den Turm ganz fertig, oder dann wird die Aufnahme ein bisschen länger. Geht das? Haut das hin oder ist das schlecht? Das weiß man natürlich nicht. Es wäre ja zu einfach, wenn man das wüsste. So. Mache ich hier so ähnlich wie gerade. Am besten stelle ich mich so hin, genau. Nein, der ist falsch. Da muss natürlich so einer hin. Oh, nee. Stopp. Lieber nicht mit der Spitze, mit der Axt. Den Fehler macht man einmal, nicht ein zweites Mal. Zack, 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 zack. Und jetzt hier Glas. Glas mögen wir sehr. Davon verbauen wir unendlich viel. Stimmt doch irgendwas nicht. Doch, stimmt alles, alles ist gut. Ich hatte diese Reihe vergessen und dadurch war ich ja schon quasi geistig in dieser Reihe, die ich jetzt lege, und dadurch war ich zwei Reihen höher. Und dann passte das natürlich nicht. So. Und so und so und so und so. Gucken wir mal hoch. Ich beschließe, dass ich diese Aufgabe nicht mehr in dieser Folge schaffen werde, weshalb ich jetzt die Aufnahme beende und mit der morgigen Folge wird dann der Turm hier fertiggestellt, zumindest das Außengerüst. Also, wir sehen uns morgen, würde ich mal behaupten, an selber Stelle mit selber Welle und schaut euch noch andere Videos an, auch andere Let's Players, gerade bei den Kanälen, die unten in meiner Abo-Box drin sind, oder auch andere, die euch gefallen. Bis dahin, tschüss!